die Quintessenz. Manche Gelegenheiten sind so unwahrscheinlich, die kann man einfach nicht auslassen. Das hier ist so eine. Man sieht dem Grand Cru Elite seine Sonderstellung nicht ohne weiteres an. Kenner der Materie identifizieren es problemlos als Kolibri. Der entscheidende Punkt bei der Baureihe ist die bedingungslose Reduktion auf das Wesentliche. So sind alle Generatorkomponenten so kompakt wie irgend möglich ausgefallen, um Verzerrungen und Rauschen auf ein Minimum zu reduzieren. Typisch Van den Hul, das per Hand beschriftete Holzkästchen als Verpackung. Auffällig der große Neodym-Magnet, der das Feld generiert. Die Spulen vorne am Nadelträger gerieten kürzer als üblich. Noch reduzierter dürfte ein MC-Tonabnehmer nicht zu bauen sein. Die relevanten Informationen notiert von Van der Hul per Hand im Deckel der Verpackung. Van der Hul empfiehlt einen Tonarm mit einer effektiven Masse zwischen 8 und 14 Gramm. Das ist etwas unterhalb dessen, was meine üblichen 12 Zöller hergeben. Analoger Irrsinn? Definitiv, aber einer mit Methode, der mit einmaliger Ausdrucksstärke und maximalem Gefühl für die Information in der Rille einhergeht.